Hallo und willkommen zur 18. Folge von Fräulein Maja empfiehlt. Heute geht es erneut um die Katzensprache. Wenn ihr schon einmal von einer eben noch beruhigend schnurrenden Katze beim Kraulen aus heiterem Himmel eine Tatze abbekommen habt und wissen wollt warum, dann bleibt dran. Zum Schluss gibt es wieder ein kleines Rätsel und die Auflösung vom letzten Mal. Denkt dran, die Lösung in die Kommentare zu schreiben. Wie schon in Teil 16 erwähnt, läuft die Katzenkommunikation eher nonverbal ab. Und da sagt ein Blick eben mehr als 1000 Worte. Katzen mögen es ebenso wenig wie wir Menschen, angestarrt zu werden. Daher lösen sie diese Spannung mit Blinzeln auf. Dies soll das Gegenüber beruhigen und friedliche Absichten signalisieren. Es ist ein Beschwichtigungssignal, welches bereits Kitten untereinander an den Tag legen, um beispielsweise Streit im zu engen Körbchen zu vermeiden. Wenn uns unsere Katze aber sehr langsam zublinzelt, dann sollten wir dies auch ebenso langsam erwidern. Das wird von unserem Stubentiger als sehr beruhigend empfunden und signalisiert, hey, wir sind auf der gleichen Wellenlänge. Außerdem zeigt eure Katze euch damit ihr Vertrauen, denn sie ist mit geschlossenen Augen verwundbar und fühlt sich somit in eurer Gegenwart sicher. Stößt uns unsere Fellnase doch schon eher unsanft mit dem Kopf, dann ist das keine Rübelei, sondern eine lieb gemeinte Begrüßung. Hallo Kumpel, wie geht's? Je fester unsere Katze dabei zustößt, umso positiver ist es von ihrer Seite aus gemeint. Ebenso gilt das Nase-an-Nase-Stupsen als Begrüßung. Erwidert den sanften Stupser und stärkt damit die Bindung zu eurem Rudelmitglied. Reibt unsere Katze ihren Kopf an uns, so zeigt sie mit dem sogenannten Köpfeln, du gehörst zu mir. Läuft sie nach dem Köpfeln mit steil aufgerichtetem Schwanz von euch weg, so möchte sie euch etwas zeigen und ihr sollt ihr folgen. Reibt Katzi mit ihrem Köpfchen an eurem, so würde sie gern geputzt werden. Katzen putzen schwer erreichbare Stellen gegenseitig, daher solltet ihr euren Liebling nicht alleine halten. Putzt und leckt euch eure Fellnase, so zeigt sie euch nicht nur ihre Zuneigung als Gruppenmitglied, es kann auch sein, dass ihr anders riecht als sonst. Vielleicht habt ihr ein anderes Parfum benutzt. Unsere Katze möchte dann einfach den gewohnten Geruch durch Putzen wiederherstellen. Fällt deine Stubentiger-Lady vor dir einfach um und rollt sich auf den Boden? Dann könnte sie rollig sein oder sie fordert dich zum Spielen auf. Dem flauschigen Fellknäuel solltest du den Gefallen tun. Katzi ist ausgeglichen und zufrieden und wenn sie zufrieden ist, dann bist du es auch. Tredelt deine Samtpfote dich, während sie es sich auf dir gemütlich gemacht hat? So kannst du dir sicher sein, dass es deiner Katze gerade sehr gut geht und sie sich rundrum zufrieden und wohl fühlt. Wenn sich Katzi vor uns streckt und ihren Bauch zeigt, so kann das als Aufforderung zum Streicheln verstanden werden. Schnurrt sie dabei sanft und entspannt, dann ist alles in Ordnung. Hört sie auf zu schnurren, strafft sich der Körper oder fängt sogar der Schwanz an zu zucken, dann machst du etwas nicht richtig und solltest anders streicheln oder aufhören. Falls du allerdings alle diese Warnzeichen ignorierst, kann es sein, dass der Stubentiger kurz die Krallen ausfährt und dann wie der geölte Blitz davon rast. Vorsicht bei fremden Katzen, die sich vor dir auf den Rücken legen. Nicht alle möchten dann am Bauch gekrault werden und könnten euch mit einem Paukenschlag maßregeln. Zum Bauchkraulen gehört viel Vertrauen, da die Schnurrnase euch ihre verwundbarste Stelle offenbart. Für ein harmonisches Zusammenleben mit unserem Liebling müssen wir aufmerksam sein und die feinen Zeichen unseres Mitbewohners bemerken und respektieren. Dann klappt es auch mit der Katze Mensch-WG. Und das war es auch schon mit dieser Folge von Fräulein Maja empfiehlt. Das Rätsel vom letzten Mal war etwas kniffliger. Gesucht wurde die Zeit. Das nächste Rätsel sollte für euch kein Problem sein. Man hört als besten Koch mich aller Orten preisen. Ich würze jedermann, selbst die geringsten Speisen. Doch wo gegessen wird, da mag ich nicht mehr bleiben. Mit Speisen kann der Wirt mich aus dem Hause treiben. Wenn ihr die Lösung wisst, dann schreibt sie in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch Maja einen Daumen hoch. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und gebt Maja einen auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal.